Ja, schönen Abend auch von meiner Seite. Mit Mattersburg gegen Rapid mit einem echten Schlager beginnt also die 29. Runde in der T-Mobile-Bundesliga. Und für Rapid sind die kommenden drei Partien wahrscheinlich richtungsweisend im Kampf um den Titel. Heute also hier in Mattersburg, am Dienstag dann das Wiener Derby zu Hause im Hanapi-Stadion gegen die Austria und dann am Sonntag in einer Woche geht's zum Meister nach Salzburg. Rapid hat ja wirklich toll gespielt bisher. Im Frühjahr hat 12 Punkte geholt aus 5 Partien. Mattersburg auf der anderen Seite nur 6 Punkte geholt und das ist mit Sicherheit enttäuschend. Trotzdem hat der Trainer Franz Lederer die Devise ausgegeben. Wir schielen noch auf den UEFA Cup. Derzeit allerdings Mattersburg 10 Punkte von diesem UEFA Cup Platz entfernt. Also heute steht einiges auf dem Spiel. Für die Burgenländer und Franz Lederer beginnt mit folgender Formation. Natürlich Thomas Borenitsch im Tor. In die Abwehr kommt Alexander Pöllhuber anstelle von Toni Pauschenwein und nicht der Ungar Csaba Csizmadia. Didi Kübauer, der macht sich also nach interner Sperre wieder auf. Akos Kovrig bleibt im Team, Markus Schmidt muss weichen und neben Carsten Janka stürmt heute nicht Ilcho Narmoski, sondern Thomas Wagner. Und der hat schon einige Male sehr gut gespielt, gegen Rapid auch getroffen und der war auch in der vergangenen Woche in Klagenfurt nach seiner Einwechslung. Der gefährlichste Mattersburger hat ja auch einen Stangenschuss verzeichnet. Die Spieler sind bereit, zumindest die Mattersburger, und jetzt kommen, Sie sehen es hinten, auch die Rapidler angeführt von Helge Peier. Und bei Rapid hat Andreas Dober seine Sperre abgesessen, spielt wieder rechts in der Viererkette anstelle von Christian Thonhofer. Markus Heikkinen ist auch wieder fit, spielt neben Branko Boskovic im zentralen Mittelfeld und dann die drei offensiven Spieler im Mittelfeld bei den Wienern, Hofmann, Kavlak und Korkmaz. Die drei werden mit Sicherheit auch rochieren, vor allem Hofmann und Kavlak. Und wie gesagt, Mario Basina ist die einzige Spitze, die Peter Parkholt aufgeboten hat. Stefan Meierhofer und Erwin Hoffer sitzen zunächst nur auf der Bank. Didi Kübauer, der Kapitän des SV Mattersburg, übrigens mit 4 gelben Karten belastet. Naja, vielleicht war das auch ein kleiner Nebeneffekt für die interne Sperre, die Obmann Martin Bucher ausgesprochen hat. Hätte Kübauer in der Vorwoche in Kärnten gelb gesehen, er wäre heute gegen Rapid nicht dabei. Der Schiedsrichter-Trio angeführt also von Konrad Plautz, links im Bild haben sie Egon Bereuter, rechts Markus Meyer. Ja, wir warten noch auf den Goalie. Na gut, warten wir halt auf Thomas Borenitsch. Alle anderen sind längst bereit. Strömender Regen seit vielen Stunden im Burgenland. Das Spielfeld glitschig, aber mit Sicherheit in sehr gutem Zustand. Bei Mattersburg also nicht nur Csizmadia und Narmoski auf der Bank, sondern auch Markus Schmidt, der galt zuletzt immer als Dauerbrenner im defensiven Mittelfeld. Und bei Rapid 3 Sturmspitzen auf der Bank, Meierhofer, Fabiano und Hoffer. Und Stefan Kulowitz, der muss wieder auf die Bank, weil Markus Heikkinen eben fit ist. Didi Kübauer verweigerte auch heute den Handschlag. Zumindest scheint er gut gelaunt zu sein. Wir freuen uns auch auf das Spiel Mattersburg gegen Rapid. Didi Kübauer in netten Plauschen mit Konrad Plautz. Die Zuschauer sind auch gut gelaunt, obwohl das Wetter wirklich miserabel ist. Und da ist er ja, Thomas Borenitsch, der Herr in Schwarz. Und dann kann es endlich losgehen. Er hatte das falsche Trikot an, musste sich also noch einmal umziehen. Hoffentlich war der Schwarze auch trocken. Der Veragipit geht es auf alle Fälle heute um die Tabellenführung. Rapid könnte sich sportlich heute einmal auf Platz 1 setzen, zumindest bis Sonntag, wenn dann Salzburg auf den LASK trifft.
Konrad Plautz mit Werbung in eigener Sache auf der Brust oder besser gesagt auf dem Bauch. Es gibt ja derzeit eine Aktion des ÖFB für die Schiedsrichter unter dem Begriff Anpfiff. Sucht der ÖFB vor allem Männer, aber auch Frauen, die sich für eine Karriere mit Pfiff entscheiden. So wie immer in Mattersburg. Auch Kinder mit auf dem Spielfeld, für die ist das natürlich etwas ganz Besonderes, vor allem beim Spiel Mattersburg gegen Rapid ganz nah dran zu sein an ihren Lieblingen. Also wenn Sie auch Schiedsrichter werden wollen, klicken Sie sich mal rein, www.schiri.at. Sie werden mit Sicherheit dann ziemlich geschimpft in den nächsten Jahren Ihres Lebens. Und jetzt kommt es also in Kürze zur Platzwahl und an der nimmt hoffentlich heute auch der Mattersburg-Kapitän teil, Didi Küper, und nicht zuletzt wie beim Heimspiel gegen Austria Kärnten der Tormann Thomas Borenitsch. Jetzt bin ich neugierig, ob der Mattersburg-Kapitän auch artig die Hand gibt. Jetzt gibt es das Shakehands mit dem Schiedsrichter, mit den Assistenten und auch mit dem Rapid-Kapitän, mit Steffen Hofmann. Ich bin neugierig, ob irgendwann einmal ein Schiedsrichter dem Mattersburg-Kapitän der Shakehands verweigert. Da gibt es auch noch einen Anschlag mit Rapid-Trainer Peter Backholt. Und dann kann es endlich losgehen. Mattersburg hat Anstoß. In der ersten Spielhälfte spielt in den grün-weißen Heimtrikots in Hälfte 1 von links nach rechts. Peter Backholt wie immer flankiert von seinem Tormann-Trainer Peter Zajicek, der sein Gesicht da in die Hände vergraben hat, und Zoran Barisic, mit dem ja Didi Kübauer einst bei Rapid zusammengespielt hat. Eder schneller als Mörz. Und dann Mravac, der also heute rechts in der Dreierkette spielt, und Alexander Pöllhuber auf der linken Seite. Boskovic attackiert von Kübauer, Einwurf Rapid. Foul von Sedlowski an Basina. Kavlak gegen Fuchs, Mattersburg im Ballbesitz. In dieser Saison siegt übrigens beim Duell Mattersburg gegen Rapid immer der Gastgeber. Der letzte Auswärtssieg datiert auf den 20. August 2005, als Mattersburg mit 2:1 in Wien siegreich war. Freistoß schießt Akos Kovrig, aber in die Mauer. Kübauer. Und Jürgen Patoka, der Ex-Mattersburger, kehrt. Wieder Kübauer im Duell mit Kavlak. Kovrig. Und Christian Fuchs. Mit Akos Kovrig, der sich also durch zwei gute Leistungen gegen Austria Kärnten in der Startformation etabliert hat. Cem-Atak. Ja.
Foul an Jürgen Patuka von Thomas Wagner. Freistoß für Rapid. Boskovic auf Korkmaz, zu steil gespielt. Mit Einwurf für Rapid durch Ümit Korkmaz. Boskovic. Erster Eckball für Rapid. Durch Steffen Hofmann und dann kehrt Mrabac per Kopf, Spiel unterbrochen. Konrad Plautz hat da ein Foulspiel gesehen. Und da liegen einige Gegenstände auf dem Spielfeld, hier sehen Sie es links. Da haben die Rapid-Fans einiges Richtung Thomas Borenic geschmissen. An Konrad Plautz gefällt das gar nicht, dass die Ordner da diese Wurfgeschosse hinter die Bande gebracht haben. Die will er gesichert wissen, um sie dann auch vorlegen zu können. Merz über links im Zusammenspiel mit Wagner und Fuchs. Küber. Fuchs verlängert auf Mörz, aber der bringt diesen Ball nicht mehr unter Kontrolle. Kommt zu spät gegen Wagner. Küber. Und dann war da zuletzt mit Korkmaz am Ball und deshalb gibt es Einwurf für Mattersburg. Foulspiel von Katza Anata. Freistoß durch Christian Fuchs. Natürlich suchen sie da Carsten Janka, aber sie finden ihn in diesem Fall nicht, weil der Freistoß zu schlecht geschossen war. Carsten Janka, auch sein Vertrag läuft aus. Gerüchten zufolge soll er mit einem Abgang spekulieren, und zwar in die Regionalliga Ost zum SC Neusiedl am See. Das liegt vor allem daran, weil Janka ja in Neusiedl wohnt. Heikkinen. Boskovic. Und dann Perlhuber gegen Kavlak. Cematan jetzt auf der linken Seite. Relativ wenig Tempo im Spiel. Rapid macht die Räume zu.
für Mattersburg im Moment noch kein Durchkommen. Da rückt er raus und dann fault er hier eigentlich völlig unnötig, Thomas Wagner. Harter Einstieg des Rapid-Innenverteidigers. Mörz oder Fuchs, wer schießt diesen Freistoß? Auf alle Fälle sorgt Konrad Plautz immer wieder in dieser Anfangsphase für Ruhe. Freistoß durch Fuchs. Und dann wird es erstmals richtig gefährlich für Helge Peier. Da haben sich zwei Rapidler angeköpfelt. Da war kein Mattersburger mehr im Spiel. Janka auf Mörz, kein Abseits. Kovrig setzt sich durch und Janka gegen Patoka. Atan schnell am Ball aus Korkmaz und dann Klea Teikine. Kübauer. Mattersburg in den ersten 10 Minuten klar besser, ohne wirklich ganz gefährlich zu werden. Das war die bisher gefährlichste Aktion. Hier köpfelt Doba Patoka an und so kommt der Ball wieder Richtung Rapid-Tor zu Helge Peier. Laufduell Katzer gegen Wagner. Fehler Boskovic, Mörz. Wieder Mörz. Die Mattersburger, so scheint es, kommen mit diesen Verhältnissen in der Anfangsphase etwas besser zurecht als die Rapidler. Abseitsstellung und deshalb Ballbesitz Rapid. Hier die richtige Entscheidung, Carsten Janka war hier deutlich im Abseits. Gegen Katzer, kommt vorbei, gute Flanke und dann Thomas Wagner, gute Aktion von Cem Atan. Mörz auf Janka und dann Fuchs gegen Doba. Immer noch Fuchs. Kübauer. Thomas Wagner nimmt diesen Ball an. Die Rapidler sehr passiv, Mattersburg wesentlich energischer. Und auch das Umschalten von Defensive auf Offensive dauert bei Rapid ziemlich lange. Aber jetzt mit Korkmaz, gefault von Cemata. Man müsste es jetzt eigentlich die erste gelbe Karte in diesem Spiel geben. So ist es, Konrad Plautz kennt keine Gnade, zeigt Cem Atan die gelbe Karte, die siebente
für den Mattersburger Mittelfeldspieler im Saisonverlauf. Das war der erste wirklich halbwegs gefährliche Rapid-Konter. Und der bringt diese Freistoßmöglichkeit. Steffen Hofmann hat sich den Ball längst zurechtgelegt. Schießt direkt und da hat gar nicht viel gefehlt. Etwas überraschter Thomas Borenitsch. Alle haben da mit einer Flanke gerechnet. Und Hofmann schießt direkt aufs Tor. Und der Ball geht nur Zentimeter an der Stange vorbei. Und das war der erste Torschuss der Rapidler in diesem Spiel. Nach 13 Minuten zum Vergleich bereits 3 Torschüsse der Mattersburger. Mattersburg bis zu diesem Zeitpunkt jetzt ganz klar die initiativere Mannschaft. Auch deutlich mehr im Ballbesitz, 63%. Kovrig gegen 2 Rapidler holt er zumindest einen Einwurf raus. Der Einwurf von Christian Fuchs und das Foul von Carsten Janka an Hannes Eder. Also Carsten Janka teilt da offensichtlich Konrad Plautz mit, dass er immer wieder gehalten wird von seinen Gegenspielern. Missverständnis zwischen Mario Basina und Markus Ganzer. Die erste Viertelstunde dieser Partie erinnert ein wenig an das Spiel Sturm gegen Rapid in Graz. Auch da begann Rapid sehr defensiv, fast destruktiv, hat die Räume eng gemacht, hat sich kaum am Spiel beteiligt. Am Ende hat Rapid mit 2:0 gewonnen, also vielleicht ist das durchaus auch gewollt so von Peter Parkholt. Merz gegen Heikkinen. Katzer kommt zu Hilfe und macht das Foul. Freistoß kurz abgespielt von Küber. Merz. Boskovic schießt er den Ball einfach weg. Hat er mit Sicherheit Zeit gehabt, um den Ball da kontrolliert nach vorne zu schlagen. Wieder das Duell Eder gegen Janka, wieder entscheidet Plautzer Foul des langen Mattersburg-Stürmers. Holt sich Janka diesen Ball zurück mit viel Einsatz. Kovrig gegen Heikkinen. Boskovic. Hofmann auf Korkmaz. Und Attan kommt zu spät gegen Korkmaz. Macht das Foul. Und es gibt Freistoß für Rapid. Cem Attan, vor kurzem hat er die gelbe Karte gesehen. Für ein Foul an Ümit Korkmaz. Da war er wieder zu spät dran. Naja. Hofmann, Janka im kleinen Strafraum. Kavlak.
rutscht Carsten Janker mit gut und gerne 5-6 Meter Anlauf daher. Basin hat da zu lange gewartet, Mavats. Merz. Aber den Rapidlern gelingt es immer wieder schnell, sich zu formieren und damit das schnelle Angriffsspiel der Mattersburger zu unterbinden. Dann für Kübauer. Der bringt die Flanke zur Mitte und beinahe wäre da Thomas Wagner zum Kopfball gekommen, aber Andreas Dober war da noch mit seinen harten Haarspitzen dran. Kabrak. Boskovic. Steffen Hoffmann hat freie Schussbahn, zieht ab, aber schießt dann doch deutlich am Mattersburg-Tor vorbei. Sein Freistoß vorhin war viel gefährlicher. Foul von Heikkinen an Janka. Kübauer wieder auf Janka, der setzt sich wieder energisch durch und Dober geht zu Boden, was Janka ganz und gar nicht freut. Aber ich denke mal, die Rapidler legen es jetzt auch wenig auch drauf an. Immer wieder dabei Duellen mit Janka zu Boden zu gehen. Diesmal Foul an Cematan von Branko Boskovic. Noch einmal diese Situation, also das war aus meiner Sicht ein fairer Zweikampf, da ist Andreas Dober wirklich ganz leicht gefallen. Sedlowski eher auf Fuchs. Es gibt Einwurf Mattersburg, auch wenn Andi Dober gerne einen Einwurf für seine Mannschaft hätte. Kovrig auf Wagner. Gute Körpertäuschung von Thomas Wagner. Das ist genau seine Stärke, den Ball ganz kurz am Fuß zu führen und dann die überraschende Körpertäuschung, den überraschenden Haken zu machen. Fairer Einsatz von Thomas Wagner. Es gibt keinen Freistoß, sondern nur Einwurf für Rapid. Thomas Schutti-Wagner, auch ein Liebling der Mattersburg-Fans. Ganz im Gegensatz zu Ilcan Amoski, der sich zuletzt ja nicht gerade vorbildhaft gegenüber den Fans der eigenen Mannschaft verhalten hat. Heikkinen. Kovrig dazwischen und dann das Duell Katzer gegen Janka. Das entscheidet Katzer für sich. Boskovic. Korkmaz. Hofmann direkt gespielt und Sedlowski kann klären. Kübauer, viel Platz jetzt für Michael Merz. Dober kommt zu Hilfe und kann klären. Aber nur kurz. Fuchs.
kein Foul. Schiedsrichter Konrad Brautz lässt jetzt einiges laufen. Basenau, jetzt nimmt das Spiel erstmal so richtig Tempo auf. Und Pöllhuber vor Hofmann am Ball. Verlag auf Hofmann. Christian Fuchs. Erstmal sind jetzt Löcher da, die Rapid schnell stopfen muss. Moskowitsch auf Basina. Kavlak. Das Duell Janka gegen Doban, das war ein Foul des Mattersburg-Stürmers. Also nach meiner Meinung hätte hier Schiedsrichter Konrad Plautz Freistoß für Rapid pfeifen müssen. Janka läuft da Dober einfach über den Haufen. Auch ein wenig ein Revanche-Akt für die Situation vorhin im Rapid-Strafraum und dann liegt schon wieder Andreas Dober auf dem Boden, wieder hart attackiert und diesmal bekommt er den Freistoß. Und Michael Mörz bekommt deutliche Worte zu hören von Konrad Plautz. Mörz auch einer jener Spieler beim SV Mattersburg, der vorbelastet ist. Hält aktuell bei 4 gelben Karten. Durchaus ein gelbwürdiges Foul. Auf alle Fälle Freistoß für Rapid durch Steffen Hofmann. Auf Korkmaz. Der Regen wird jetzt wieder stärker. Im Mattersburger Pappelstadion. Was heißt stärker? Er wird noch stärker. Innen rechts ganz alleine Andreas Dobern. Der hat einen tollen Schuss und der wird jetzt auch abziehen. So ist es. Und da hat gar nicht viel gefehlt. Andreas Dobern insgesamt bereits 4 Tore erzielt. Zwei davon aus wirklich sehenswerten Weitschüssen. Und auch hier hat er das Ziel nicht weit verfehlt. Auch wenn er den Ball dann nicht so getroffen hat, wie er sich das wahrscheinlich vorgestellt hat. Janka attackiert Katzer sehr hart und der geht zu Boden. Spiel läuft weiter. Janka spielt den Ball jetzt in Seiten aus. Einmal Katzer legt sich den Ball etwas zu weit vor und Janka kommt da mit beiden Füßen daher. Das hätte man durchaus auch faul pfeifen können vom Mattersburger Stürmer. Schiedsrichter Plautz lässt in dieser Phase der Partie jetzt wirklich viel laufen. Hier mit beiden Beinen. Da jetzt Freistoß für Rapid geben müssen. Aber Schiedsrichter Konrad Plautz ist ja der österreichische Schiedsrichter mit der meisten internationalen Erfahrung. Vielleicht ist das einfach auch internationale Härte.
Wieder das Duell Korkmaz gegen Atan. Etwas Ballglück für den Rapidler. Und dann tanzt der Atan wieder aus, wie mit Korkmaz. Gute Aktion des linken Mittelfeldspielers, der Rapidler, der immer wieder Schwung ins heute blau-rote Angriffsspiel bringt. Kurz abgespielt, der Eckball, Hofmann, wieder der Kapitän. Und dann Kübauer im Duell mit Hofmann, Abstoß. Gleich ist eine halbe Stunde gespielt, ein relativ intensives, ein relativ hartes Fußballspiel, aber im Großen und Ganzen durchaus fair. Interessant und spannend, aber noch fehlen hier die großen Torchancen. Häkkinen. Ballhuber gegen Kavlak. Kavlak zuletzt am Ball gewesen. Es gibt einen für die Burgenländer. Mörzer, Fuchs und Helge Peier. Foul von Kovri, Gankaza, Freistoß Rapid. Jetzt gibt es die nächste gelbe Karte für den Ungarn Akos Kovrig. Schiedsrichter Plautz wertet dieses Foul wohl auch als taktisches Foul, hier zurückhalten mit der Hand im Mittelfeld, verhindert damit den schnellen Gegenangriff der Rapidler. Und aus dieser Sichtweise durchaus vertretbar die gelbe Karte. Jetzt gibt es gleich die nächste für den Mattersburger Kapitän, für Didi Kübauer, der da wieder einmal seinen Mund nicht halten konnte. Und das ist eine Karte mit Folgen, die fünfte gelbe Karte für den Mattersburger Kapitän. Damit heißt es für ihn, am kommenden Mittwoch pausieren. Didi Kübauer also in der 30. Runde nicht dabei beim SV Mattersburg. Franz Lederer wird da wohl wieder Markus Schmidt bringen und den neben Markus Kovrig spielen lassen. Beim Auswärtsspiel in Ried. Foul von Hofmann an Fuchs, Freistoß Mattersburg. Da kommt der Freistoß und da ist erstmals Helge Peier wirklich geprüft worden von Christian Fuchs. Der erste Eckball für die Mattersburger durch Mörz, Patoka vor Pöllhuber am Ball. Zadlowski mit vorne, Pöllhuber mit vorne. Trotzdem kann Dober klären. Rawatz gegen Basina. Zadlowski. Da verliert er den Ball an Häkkinen. Jetzt fehlt er natürlich hinten. Hofmann hat attackiert von Kovrig. Freistoß für Rapid im Mittelkreis. Oh,
Markus Katzer holt sich jetzt die erste Gelbe für den Rapidler. Sehr harter Einstieg gegen Cem Atan. Also da waren bei Markus Katzer wohl auch ein wenig Revanchegelüste dabei. Der wurde einige Male schon hart attackiert in diesem Spiel. Aber der Ball war dabei, das war ganz und gar keine unfaire Attacke des Rapid-Verteidigers. Wagner auf Merz. Wieder Wagner, aber den Ball erwischt er nur gerade vor der Linie. Konnte ihn nicht unter Kontrolle bringen. Gegen Patoka und Boskovic. Gutes Zusammenspiel Korkmaz, Basina. Und mit Korkmaz holt zumindest den nächsten Eckball für seine Mannschaft heraus. Wie mit Korkmaz, der auffälligste Rapidler in den ersten knapp 35 Minuten hier im Pappelstadion. Mit Ballhofmann und der Rapid-Kapitän darf es gleich noch einmal probieren. Mario Basina vor Carsten Janka am Ball, aber dann krachen die beiden da aufeinander. Carsten Janka scheut keinen Zweikampf, weder im eigenen noch im gegnerischen Strafraum. Platz für Thomas Wagner und dann abseits von Atta. Franz Lederer feuert seine Mannschaft an und Sie sehen, hinten wärmt Christian Thonhofer bei Rapid auf. Vielleicht eine Vorsichtsmaßnahme von Peter Backholt, während wir hier sehen, dass Cem Atan tatsächlich im Abseits war. Christian Thonhofer bei Peter Backholt ja meist in der Viererkette im Einsatz, entweder rechts oder links. Und Markus Katzer hat ja vor kurzem die gelbe Karte gesehen, also vielleicht denkt der Rapid-Trainer daran, Katzer aus Sicherheitsgründen rauszunehmen. Hofmann verliert den Ball an Kovrig. Es regnet nach wie vor in Strömen hier in Mattersburg und der Wind wird es auch ziemlich stark. Rapid im Augenblick mit dem Wind im Rücken. Häkkinen. Boskovic attackiert von Wagner. Und immer wieder Ümit Korkmaz auf der linken Seite im Duell mit Cem Atan.
Satan kann ihn einfach nicht bremsen. Wieder ist der Korkmaz vorbeigekommen. Und die Kontermöglichkeit für die Mattersburger über Thomas Wagner. Steil gespielt auf Mertz. Der läuft aber Häkkinen davon. Da kommt die Flanke auf Janka. Und Christian Fuchs. Zuvor allerdings der harte Zweikampf zwischen Janka und Dober. Hart an der Grenze. Auch dieser Einsatz von Carsten Janka. Und da ist er schon wieder, Carsten Janka, im Dreikampf, muss man eigentlich sagen, mit Hannes Eder und Jürgen Bartoka. Carsten Janka macht auch heute den Begriff Pfosten, Copyright Hans Kranke, alle Ehre. Man könnte natürlich auch sagen, das Angriffsspiel der Mattersburger etwas einfallslos. Immer wieder die hohen Bälle auf Janka, ganz egal, ob aus dem eigenen Feld oder dann von der Seite. Aber Janka gegen seinen Ex-Club hochmotiviert, das sieht man auch in dieser Szene. Und dann läuft sich da in Karzer und Häkkinen fest. Wieder der hohe Ball auf Janka, der verlängert. Aber Wagner ist nicht mehr an den Ball gekommen. Noch 5 Minuten bis zur Pause, nach wie vor 0:0, auch weil beide Mannschaften kaum gefährlich in den gegnerischen Strafraum kommen. Meist spielt sich das Geschehen zwischen den beiden 16er Linien ab. Bauer, Janka und jetzt Stematan. Da hat Korkmaz nicht aufgepasst und dann bewahrt Helge Peyer seine Mannschaft hier vor dem Rückstand. Das war die beste Chance im Spiel. Stematan hat ja auch im Nachwuchs für Rapid gespielt. Herrlich freigespielt von Carsten Janka, aber mit Korkmaz hat er einfach nicht aufgepasst, ist mit seinem direkten Gegenspieler nicht mitgelaufen und beinahe wäre hier Mattersburg knapp vor der Pause in Führung gegangen. Eckball durch Fuchs. Eder kehrt bei Kopf. Mattersburg bleibt aber im Ballbesitz. Aber nicht lang und dann das Foul von Kovrig an Basina. Korkmaz in der Offensive nach wie vor top. In der Defensive hat er einmal nicht aufgepasst.
Hofmann auf Basina, kein Abseits und dann Borinic. Und Boskovic rutscht am Ball und Gott sei Dank auch an der Stange vorbei. Was war da mit der Mattersburger Hintermannschaft los? Der Freistoß schnell ausgeführt von Hofmann. Die Mattersburger reagieren überhaupt nicht. Kein Abseits von Mario Basina. Dann gute Reaktion von Borinic und Boskovic kommt um den einen Schritt zu spät. Also aufgrund zweier Abwehrfehler jetzt die beiden besten Chancen bisher im Spiel. Auf der einen Seite Attan, auf der anderen Seite Basina. Amrabat rutscht da ohne Rücksicht auf Verluste in Korkmaz hinein. Der war aber schneller. Boskovic. Basina, kein Abseits. Und dann Thomas Borinic, haben Sie gesehen. Da hat der Wind ordentlich mitgespielt. Noch einmal die Flanke von Mario Basina. Dann der Wind, der diesen Ball beinahe ins Tor trägt. Noch einmal Freistoß nach diesem Foul an Thomas Wagner für den SV Mattersburg. Die letzte Minute der regulären Spielzeit in Hälfte 1 läuft. Wertz auf Janka und da war wieder die Chance für Mattersburg. Aber das Tor haben sie nicht erzielt, die Mattersburger, weil Schiedsrichter Plautz hier auch auf einen Foul von Carsten Janke erkannt hat. Hier an Heikkinen, ansonsten hätte es nämlich Eckball geben müssen. Von Heikkinen an Attan. Mittlerweile sind wir in der Nachspielzeit und die dauert nur eine Minute, also es geht nur mehr eine halbe Minute. Mal Einwurf Mattersburg. Batuka rutscht aus, Kübauer nicht, Janka auch nicht. Und es gibt Abstoß und das war die erste Spielhälfte. Durchaus ereignisreiche Schlussphase in dieser ersten Hälfte. Carsten Janka war einige Male im Mittelpunkt beim Duell Mattersburg gegen Rapid. Die beste Torchance der Gäste hatte Mario Basina und hier noch einmal die letzte Aktion dieser ersten Spielhälfte. Kübauer auf Janka. Der trifft diesen Ball nicht richtig. Also gegen Ende dieser ersten Spielhälfte war ja doch einiges los im stark verregneten Burgenland. Mattersburg gegen Rapid steht zwar noch 0:0, aber ich bin mir sicher, die zweiten 45 Minuten werden noch spannender als die ersten. Ja, die Mattersburger speziell zu Beginn feldüberlegen. Einzig geklingelt hat es noch nicht. Michi Mörz, was fehlt zu Ihrer Mannschaft im Moment noch zum Tor? Ja, wir waren erste Halbzeit voll überlegen. Leider haben wir das Tor nicht gemacht. Aber wir machen ein gutes Spiel und ja, wie gesagt, das fehlen die nettigen Tore und ich hoffe, dass wir die zweite Halbzeit machen. Vielleicht mit einer noch offensiveren Taktik? Nein, ich glaube, wir sind offensiv genug. Hinten müssen wir halt gut stehen, weil das ist eine Chance von Basina.
Das darf man nicht zulassen, aber ja, ich bin mir sicher, dass wir das Spiel gewinnen. Danke. Na, das ist ja eine Ansage von Michael Mörz, der diese erste Spielhälfte durchaus richtig analysiert hat. Mattersburg wesentlich offensiver eingestellt als Rapid und auch die gefährlichere Mannschaft. Zwei gute Chancen für die Mattersburger, aber die beste Möglichkeit für Rapid, die war eben auf einem Abwehrfehler der Mattersburger beruhend. Mehr Ballkontakte für die Mattersburger, aber das ist durchaus so gewünscht gewesen, zumindest in der Anfangsphase von den Rapidlern, die sich sehr weit zurückgezogen haben. Und was entscheidend sein könnte, auch auf diesen Platzverhältnissen, die Mattersburger, die gewinnen heute mehr Zweikämpfe. Der Regen wird immer stärker in Mattersburg, der Wind auch, aber die Rapid-Fans, die lassen sich ihre Laune überhaupt nicht verderben. Keine Tore bisher im Pappelstadion zwischen dem SV Mattersburg und dem SK Rapid. Die Rapidler sind schon da bei den Mattersburgern. Erst zwei Spieler da, Carsten Janka und Adnan Mravac. Peter Bakult ist auch schon da, hat keine Veränderungen vorgenommen. Ist also offensichtlich mit seiner Mannschaft durchaus zufrieden. Und Sie sehen es, erst jetzt kommen die restlichen neun Spieler des SV Mattersburg aus der Kabine. Und auch die Mattersburger gehen in diese zweite Spielhälfte mit exakt der Mannschaftsaufstellung, wie sie dieses Spiel auch begonnen haben. Didi Küber hat noch ein kurzes Plauschern mit Hans Krankl gehalten. Der Schiedsrichter-Trio ist auch längst bereit und dann kann es gleich losgehen. Rapid hat in Hälfte 2 Anstoß, spielt nun von links nach rechts. Wagner auf Atan, Einwurf Rapid. Mravac auf Janka, Eder bei ihm und Helge Peier versucht gleich den Gegenangriff einzuleiten. Das ist ihm ja in der vergangenen Runde beim 2:1 gegen Sturm sehr gut gelungen, als er den Ausgleich durch Basina vorbereitet hat. Von Fuchs an Kavlak, Spiel läuft weiter. Kübauer auf Schutti Wagner im Duell mit Markus Katzer und der kann klären. Christian Fuchs, der weite Einwurf. Und erster Eckball in der zweiten Spielhälfte für den SV Mattersburg, insgesamt der dritte. Sie haben es an der Cornerfahne kurz gesehen. Relativ starker Wind. Seklowski, Janka. Und wieder Eckball Mattersburg. Carsten Janka kaum in den Griff zu bekommen bei solchen Aktionen.
Da war zuletzt Hannes Eder am Ball. Wieder kommt der Ball zur Mitte und wieder Carsten Janker dabei gewesen, aber der Kopfball war von Thomas Wagner, der hier völlig überrascht war und auch völlig frei im Torraum. Der Eckball von Michael Mörz und dann Wagner ganz alleine. Aber vielleicht hat da auch der Wind das Seinige dazu beigetragen, dass Wagner diesen Kopfball nicht entscheidend anbringen konnte. Basina. Kanzer. Eikinen. Unglaublich schwierige Bedingungen jetzt für beide Mannschaften und natürlich auch für die Zuschauer. Vor allem für die auf der VIP-Tribüne. Auf der gibt es nämlich keine Überdachung. Hoffmann. Dach über den Kopf haben übrigens auch die Rapid-Fans. Janka gegen Boskovic. Dober. Immer wieder schwierig zu berechnen, die Bälle für die Spieler. Werbs im Clinch mit Kavlak. Ballspiel des Rapidlers. Konrad Platz jetzt auf dem Weg zur Rapid-Betreuerbank. Klare Worte in Richtung Zoran Barisic. Der Freistoß für die Mattersburger durch Merz. Patoka. Und das war ein ungewollter Rückpass von Markus Katzer zu Helge Peier. Ähnliche Situation wie vor dem Seitenwechsel, Billardstoß im eigenen Strafraum. Das Rapid durch Steffen Hoffmann, diesmal kurz abgespielt, überraschend allerdings auch für Veli Kavlak, der dann den Zweikampf mit Christian Fuchs verliert. Kübauer. Wörz und Wagner. Boskovic. Basina. Eikinen. Links Korkmaz und Katzer relativ frei. Und Abseitsstellung von Willi Kammer. Auch diese Entscheidung von Assistent Egon Bayreuther richtig. Wieder mit dem hohen Ball in den Strafraum. Sedlowski kommt nicht dran. Fehler Kavlak, Mörz. Roter Schuss von Michael Mörz. Nur knapp übers Tor von Helge Peier. Ja.
Toni! Toni! Du! Hier der Fehler von Veli Kavlak. Dann setzt sich Mertz zunächst gegen Hoffmann durch. Und sein Schuss mit dem Wind im Rücken. Knapp übers Rapid-Tor. Kavlak gefoult von Kovrig. Freistoß von Steffen Hofmann. Basina Patoka. Und dann klärt Zedlowski. Die Kontermöglichkeit für die Mattersburger bei Janka und Merz. Und dann Korkmaz vor Wagner. Bei Mattersburg bleibt im Ballbesitz. Christian Fuchs. Hannes Eder konnte klären und dann Hofmann. Heikkinen hart attackiert von Fuchs. Korkmaz. Mravac gewinnt das Duell mit Vasina. Adnan Mravac wie ein Slalomläufer. Ein Gefault von mit Korkmaz. Jetzt gibt es die erste gelbe Karte in der zweiten Spielhälfte. Für Ümit Korkmaz die zweite Gelbe für den Rapidler in Hälfte 1 wurde ja bereits Markus Katzer verwarnt. Genauso wie für Katzer, auch für Korkmaz diese Karte. Zumindest einmal vorerst ohne Folgen. Jetzt kommt es zum ersten Wechsel in dieser Partie. Veli Kavlak geht raus, an dem ist jetzt in Spielhälfte 2 die Partie völlig vorbeigelaufen. Und an seiner Stelle kommt Christian Thonhofer in die Partie. Und der übernimmt jetzt wohl auch die Position von Kavlak rechts im Mittelfeld. Der Freistoß für die Mattersburger durch Christian Fuchs mit dem Wind auf Alexander Pöllhuber. Dieser Wind wird jetzt immer stärker. Rapid jetzt mit klarem Nachteil, weil eben gegen den Wind spielt. Beinahe schon mit Emma vergleichbar, dieser Sturm über Mattersburg. Zuletzt am Ball gewesen, deshalb gibt es den nächsten Eckball für den SV Mattersburg, den fünften bereits. Und damit in dieser Kategorie die Burgenländer jetzt mit 5:4 vorn. Dann Merz und wieder unglaublich gefährlich, wieder Thomas Wagner und wieder nützt er diese Möglichkeit nicht. Und daran ist auch nicht der Wind schuld. Guter Eckball von Mertz, dann setzt sich Wagner dort gegen Eder durch und sein Kopfball um Zentimeter zwar nur, aber doch am Rapid-Tor vorbei und aus 2 Metern muss man zumindest das gegnerische Tor treffen. Zweite tolle Möglichkeit
für den Mattersburg-Stürmer. Das ist die große Möglichkeit für Rapid, um in Führung zu gehen. Boskovic! Und dann klärt Mravac auf der Linie nach diesem Schuss von Mario Basina. Der schnelle Rapid-Konter, der gute Pass von Hofmann, kein Abseits. Dann nimmt Boskovic den Ball nicht richtig mit. Und dann klärt Adnan Mravac für den längst geschlagenen Thomas Borenic. Eckball für Rapid durch den Kapitän, durch Steffen Hofmann, genau auf Thomas Borenic. Gut nachgesetzt von Michael Mörz, aber der Ball schon wieder weg. Wieder Korkmaz, guter Antritt. Und kein Fall. Gleich ist eine Stunde vorbei und diese erste Viertelstunde nach dem Seitenwechsel, die hat es in sich, vielleicht auch wegen des starken Windes. Auf alle Fälle zwei tolle Möglichkeiten für den SV Mattersburg und jetzt eben die große Möglichkeit auch für Rapid in Führung zu gehen. Wieder die Rapidler, wieder Hofmann, Tonhofer. Der verliert den Zweikampf mit Pöllhuber. Christian Tonhofer hat übrigens vor einigen Minuten noch die gelbe Karte gesehen, weil er nach einer Aktion als Schiedsrichter Plautz längst abgepfiffen hatte, einfach weitergelaufen war. Fuchs gegen zwei Rapidler, setzt sich gegen Tonhofer und Dober durch. Basina. Korkmaz. Hofmann attackiert von Janka. Wieder Hofmann. Leichte Vorteile jetzt für Rapid. Tonhofer gegen Pöllhuber. Versucht jetzt Gotze Sedlowski gemeinsam mit Alexander Pöllhuber das Spiel etwas zu beruhigen. Ein Foul von Hofmann an Kübauer. Freistoß Mattersburg, der Rapid-Kapitän mit dieser Entscheidung von Schiedsrichter Plautz nicht einverstanden. Ich kann es auch nicht ganz verstehen und ich glaube, Hofmann blutet da auch an der Unterlippe, nachdem er da mit Kübauer aneinander gekracht war. Hofmann auf Boskovic. Korkmaz hat viel Platz. Braucht aber dann etwas zu lange, um den Ball unter Kontrolle zu bringen. Er schießt den Ball in Seiten aus, weil ein Rapid angeschlagen ist, und zwar mit Korkmaz. Diese Aktion, dieser Zweikampf mit Akos Kovrig, bei dem hat sich mit Korkmaz wehgetan.
Und immer wieder Diskussionen, immer wieder mittendrin Didi Küper. Ebenfalls angeschlagen der Mattersburger Adnan Mrawac. Der wird draußen behandelt. Rapid ist komplett. In diesem Moment kehrt auch Adnan Mrawac wieder aufs Spielfeld zurück, also beide Mannschaften wieder zur Elf. Moskovic, Handspiel, gut gesehen von Schiedsrichter Platz. Da hat sich der Montenegriner geschickt den Ball mit der Hand runtergenommen. Bei Rapid kommt jetzt der Maskenmann, Stefan Meyerhofer, der 2,2 Meter lange Stürmer, kommt aufs Feld anstelle von Mario Basina. Drei Torschüsse hat er abgegeben. Mario Basina hatte zwei tolle Möglichkeiten, Rapid in Führung zu schießen. Auch jetzt nach dem Seitenwechsel. Und jetzt bringt also Peter Backholt an seiner Stelle Stefan Meyerhofer. Jenen Stefan Meyerhofer, der ja beim Auswärtsspiel in Graz gegen Sturm mit seinem ersten Ballkontakt den Führungstreffer zum damaligen 1:0 für Rapid erzielt hat. Meyerhofer mit Nasenbeinbruch zugezogen im Spiel gegen den SK Sturm, knapp vor der Pause bei einem Duell mit Mario Sonnleitner. Schaut zumindest ziemlich furchteinflößend aus. Oh, Mrawac, der hat sich wehgetan. Sieht nach Muskelverletzung aus. Adnan Mrawac wurde ja vor 2 Minuten behandelt an der Seitenlinie. Und jetzt, glaube ich, ist diese Partie für ihn beendet. Noch einmal Adnan Mrawac drückt aufs Tempo und dann nickt er um, knickt ein, spürt sofort, da ist was ab. Greift sich an den rechten Oberschenkel. Bin zwar kein Arzt, aber ich würde sagen Ferndiagnose, Muskelfaserriss im hinteren Oberschenkel. Und Csabai Csizmadja, der ungarische Nationalspieler, macht sich für seinen Einsatz bereit. Also für Adnan Mrawac ist nach 66 Minuten und ein paar zerquetschten diese Partie vorbei. Und seine Position nimmt jetzt Csabai Csizmadja ein, den viele von Anfang an erwartet hätten. Nicht anstelle von Mrawac, sondern anstelle von Alexander Pölhuber. Für ein paar Sekunden jetzt Rapid in numerischer Überlegenheit. Mrawac ist bereits draußen, Csizmadja noch nicht drin. Tonhofer, Häkkinen. Häkkinen auf Meyerhofer. Und dann klärt Kovrig. Noch keine Spielunterbrechung, deshalb kann Mattersburg noch nicht wechseln. Katzer auf Korkmaz. Guter Antritt vorbei an Atan und dann Meyerhofer, Boskovic. Etwas zu umständlich. Das muss schnörkelloser gehen. Tonhofer. Hofmann. Wieder Tonhofer, kein Abseits. Und dann Borenic lässt den Ball aus und Meyerhofer trifft den Ball nicht richtig. Wieder einmal der gute Antritt von Korkmaz, gewinnt einmal mehr ein Duell mit Cem Atan. Dann Meyerhofer im Zusammenspiel mit Boskovic
Die Situation scheint geklärt, aber dann setzen die Rapidler nach. Über Hofmann und Thonhofer. Boranic lässt den Ball aus. Und dann hier Stefan Meyerhofer. Wäre wohl besser gewesen, diesen Ball einfach, um im Fußballer-Jargon zu sprechen, zu platteln. Mattersburg wieder komplett. Csaba Csizmadia ist mittlerweile in die Partie gekommen. Endlich wieder mal Mattersburg im Angriff über Thomas Wagner und Michael Mertz. Und Helge Payer ganz sicher. Aber Rapid nach der Pause mit mehr Ballkontakten. 58% Spielanteil mit deutlich mehr gewonnenen Zweikämpfen. Die Rapidler gewinnen 6 von 10 Zweikämpfen. Also im Gegensatz zur ersten Spielhälfte jetzt Rapid deutlich besser. Und das gegen den starken Wind. Gleich 70 Minuten vorbei, Katzer. Etwas zu Speil für Korkmaz gespielt. Aber dieser Ümit Korkmaz, der tut den Mattersburgern richtig weh. Immer dann, wenn er in der Lage ist, seine Schnelligkeit auszuspielen. Nächstes Duell Patoka Janka, diesmal entscheidet Plautzer Foul von Patoka. Von Christian Fuchs mit dem Wind im Rücken, aber deutlich übers Rapid-Tor. Setzt sich gegen Eder durch. Mertz gegen Dober. Harter Einstieg von Thonhofer und der hat schon gelb und für den ist die Partie jetzt vorbei. Christian Thonhofer in Minute 71 mit Gelb-Rot vom Platz. Christian Thonhofer, das war für ihn ein sehr kurzer Auftritt. Erst in der 55. Minute eingewechselt, in der 71. geht er raus. Hier setzt er sich zunächst durch und dann war Didi Kübauer den einen Schritt schneller. Thonhofer kommt zu spät, die gelbe Karte vertretbar. Zweimal gelb, ist gelb-rot. Rapid in den letzten ca. 25 Minuten nur mehr zu zehnt. Für Christian Thonhofer ist diese Partie also nach einer Viertelstunde wieder vorbei, hatte in dieser Zeit nur 9 Ballkontakte. Und besonders die erste gelbe Karte ist ärgerlich für ihn, wegen einer Undiszipliniertheit. Für die Formation der Rapidler auf dem Spielfeld bedeutet das jetzt eigentlich nur mehr, dass es kein Fünfer-Mittelfeld mehr gibt und eine echte Sturmspitze, sondern eben nur mehr ein Vierer-Mittelfeld. Hofmann wird jetzt wohl auf rechts bleiben, Boskovic und Heikkinen bleiben zentral, Korkmaz bleibt auf der linken Seite. Thank you.
gegen Attan. Dober gegen Wagner. Vorlage für Mertz. Wieder Wagner. Akos Kovrek. Kübauer, von hinten kommt Hofmann. Attan. Viel Platz für Mertz, um zu flanken. Zu ungenau. Aber Fehler von Korkmaz, lässt sich da von Fuchs den Ball abjagen. Etwas mehr als eine Viertelstunde noch vorbei. Nach wie vor 0:0. Mattersburg aber um einen Mann mehr und mit dem starken Wind im Rücken. Moskowitsch bleibt an Sedlowski hängen. Meierhofer. Und der Ball schon wieder weg. Harter Einstieg von Cismadia gegen Meierhofer. Und Franz Lederer, der Mattersburger Trainer, der will jetzt mehr, denn ein Stürmer macht sich bereit für seinen Einsatz, Ilja Namoski. Fuchs jetzt immer wieder auf der rechten Seite, wohl um Korkmaz zu beschäftigen. Attan bei Mattersburg auf links. Peluba. Gute Aktion von Alexander Peluba und Helge Peyer einmal mehr, ganz sicher. Der Rapid-Goalie macht im Jahr 2008 einen wirklich guten Eindruck. Hofmann, attackiert von Janka, Meierhofer, Cismadia vor Boskovic. Und dann das Foul von Meierhofer an Attan. Nach längerem wieder eine Unterbrechung im Spiel und deshalb erst jetzt die Möglichkeit für Franz Lederer, um zu wechseln, während wir hier noch einmal diesen Schuss von Pölhuber sehen, den Peyer ganz sicher arretieren konnte. Aus der Partie Cem Attan und ins Spiel kommt jetzt für ihn Ilja Namoski. Ja, Cem Attan, der hatte knapp vor Ende der ersten Spielhälfte die große Möglichkeit, Mattersburg in Führung zu schießen. Jetzt Mattersburg also nominell mit drei echten Sturmspitzen. Neben Janka und Wagner auch Namoski im Spiel. Und da gibt es vereinzelt Pfiffe für den mazedonischen Nationalspieler, der sich, wie gesagt, nach dem letzten Heimspiel gegen Austria Kärnten mit einigen Zuschauern angelegt hat. Kovrig auf Wagner. Heikkinen. Hofmann. Katzer vor Fuchs. Jetzt sieht der Platz und unterbindet die Partie, zeigt Ilja Namoski gleich nach wenigen Sekunden die gelbe Karte. Typischer Namoski-Einstieg in ein Spiel. Die 9. gelbe Karte für ihn, also eine Karte mit Folgen. Wirklich dumme Aktion, damit fehlt er am kommenden Mittwoch in Ried. Das war die Aktion Katzer gegen Fuchs. Die hat Schiedsrichter Plautz dann genutzt, um die Partie zu unterbrechen. Kübauer. Auf Fuchs. Vorbei an Korkmaz. Der Schuss abgeblockt. Also seit der Christian Fuchs auf der rechten Seite spielt und ihn mit Korkmaz beschäftigt, hat Mattersburg wieder ein Übergewicht im Spiel.
Meierhofer auf Boskovic. Unnötiges Foul von Csizmadia. Namoski auf Janka. Wieder Namoski. Bleibt Namoski an Dober und Heikkinen hängen. Boskovic. Zu ungenau der Pass, gedacht für Stefan Meierhofer. Kovrejik auf Merz. Namoski. Da ist die Bahn frei, um zu schießen. Tut's nicht. Zusammenspiel mit Wagner. Der Foul von Wagner an Boskovic. Zu Recht Freistoß Rapid. Rapidler natürlich jetzt immer wieder mit dem Versuch, das Tempo aus dem Spiel rauszunehmen. Sie müssen jetzt mit einem Punkt hier in Mattersburg hochzufrieden sein. Csizmadia rutscht aus, aber Kübauer kann klären. Batoka gegen Wagner, Foul von Wagner. Im Zusammenspiel mit Kübauer. Wieder Janka. Wagner. Wieder Janka. Carsten Janka auf Didi Kübauer. Tolle Aktion der beiden Routiniers. Wirklich gutes Zusammenspiel. Janka hier nicht entscheidend gestört von Katzer. Batoka verfehlt, aber Kübauer verfehlt auch ganz deutlich das Rapid-Tor. Und der Teamchef ist auch da, Josef Ickersberger. Dem ist nicht ganz so kalt wie dem Bundesliga-Vorstand. Namoski. Mimailcha Namoski. Christian Fuchs. Fuchs auf Janka und Helge Payer. Tolle Parade von Helge Payer. Carsten Janka kann es nicht fassen. Sensationelle Aktion von allen Beteiligten. Gute Flanke von Fuchs. Herrlicher Drehschuss von Janka. Und sensationelle Parade von Helge Payer. Nächster Wechsel im Spiel. Akos Kovrig ist raus aus der Partie. Und für ihn kommt beim SV Mattersburg mit der Nummer 19 Markus Schmidt. Pelhuber. Wagner gegen Katzer, souverän gelöst vom Rapid-Verteidiger. Vielleicht jetzt doch noch eine Kontermöglichkeit für die Hütteldorfer über Boskovic. Oh, hat der Einstieg von Csizmadia, ja, nicht einmal faul pfeift hier Konrad Plautz. Boskovic bleibt verletzt auf dem Boden liegen. Mattersburger spielen weiter und holen einen Eckball raus. Aber auch den gibt es nicht, sondern Abstoß. Und jetzt Konrad Plautz auf dem Weg zum angeschlagenen Branka Boskovic. Also für mich war das ein klares Foul von Csaba Csizmadia. Der Ball zwar dabei, die Attacke aber von der Seite, von hinten. Also da kann man durchaus Foul pfeifen. Und noch einmal diese Möglichkeit. Fuchs auf Janka und eine sensationelle Parade von Helge Payer.
In der ersten Spielhälfte hat er seine Mannschaft schon ein, zwei Mal vor einem Gegentreffer bewahrt und hier reagiert er wirklich toll. Nicht einfach zu halten, dieser Ball für den Rapid-Goalie. Das war bereits die sechste Parade im heutigen Spiel von Helge Peier. Prost! Das Spiel ist nach wie vor unterbrochen, weil Branko Boskovic noch behandelt werden muss. Noch 6 Minuten exklusive Nachspielzeit. Auch wenn keine Tore gefallen sind bisher. Auch aufgrund der Wettersituation, starker Regen, starker Wind. Eine durchaus gute Bundesliga-Partie zwischen Mattersburg und Rapid. Spannend, interessant. Unglaublich kampfkräftig geführt von beiden Teams. Aber erstmals Markus Schmidt im Zusammenspiel mit Michael Mörz, der diesen Fehlpass produziert. Häkkinen, Boskovic. Wieder Häkkinen. Meierhofer auf Korkmaz. Jetzt ist Platz da für die Mattersburger. Mörz auf Namoski. Wieder Christian Fuchs. Wieder die Flanke, diesmal auf Mörz und diesmal kann Dober kehren. Also mit diesen angeschnittenen Flankenbällen von der rechten Seite sorgt Christian Fuchs immer wieder für Unruhe im Rapid-Strafraum. 7. Eckball für den SV Mattersburg. Michael Mörz erträgt der Wind beinahe den Ball ins Tor, aber Peier wieder richtig. Reagiert und dann der Schuss von Schmidt abgeblockt von Hannes Eder. Also vor wenigen Minuten hätte der Torschütze für den SV Mattersburg beinahe Carsten Janka geheißen. Jetzt hat beinahe der Wind das 1:0 für die Burgenländer erzielt. Dober hat dann nicht aufgepasst. Cismadia und Fuchs auf Namoski. Der war zuletzt am Ball. Und es gibt Einwurf für Rapid. Mit dem Querschläger auf die Tribüne. Und die Kontermöglichkeit für 11 Mattersburger gegen 10 Rapidler. Mörz auf Janka, Eder dazwischen. Noch 2 Minuten in der offiziellen Spielzeit.
Foul von Mertz an Dober. Freistoß Rapid. Meyerhofer verlängert auf Boskovic. Und der Montenegriner kommt da zwar zum Schuss, aber war sehr schwierig zu nehmen, dieser Ball für ihn. Boskovic heute mit einer tadellosen Leistung. Der Vertrag des Montenegriners ist ja noch nicht verlängert. Noch steht in den Sternen, ob er bei Rapid bleibt. Die 90. Minute läuft. Franz Lederer, kann er mit diesem Punkt zufrieden sein? 0-0 gegen Rapid, durchaus nicht schlecht. Aber aufgrund der Tatsache, dass Mattersburg mit dem Wind im Rücken in der zweiten Spielhälfte 25 Minuten lang einen Mann mehr war, aufgrund der doch 4-5 guten Chancen, wäre ein Sieg nicht unverdient gewesen. Namoski auf Mertz. Und wieder Helge Payer, der Teufelskerl. Aktion ist noch nicht vorbei und jetzt ist der Ball im Tor und Carsten Janka hat es gemacht. 5 Sekunden vor Ende der regulären Spielzeit. 1-0 Mattersburg. Helge Payer hat sensationell gehalten, hat unglaubliche Paraden heute gezeigt. Und dann musste er sich doch Carsten Janka geschlagen geben. Das war wohl der Siegestreffer. Der Mertz mit dem Ball zur Mitte, der Wagner schießt, Helge Payer hält großartig und dann die zweite Möglichkeit. Mertz mit dem Stangelpass und Janka macht das technisch perfekt. Ein Gusto-Stück an. Ein herrliches Tor. Rabah Magier lässt grüßen. 3 Minuten Nachspielzeit angezeigt. Noch 2 Minuten geht's damit. Die Rapidler jetzt mit dem Mute der Verzweiflung. Aber ich denke, dieser Treffer wird wohl der entscheidende gewesen sein. Wenn die Mattersburger jetzt nicht noch einen nachlegen. Peter Packholt möchte jetzt noch Jimmy Hofer bringen. Aber das ist, fürchte ich, zu spät für ihn. Er hat sich für den langen Meyerhofer entschieden und nicht für den schnellen, quirligen Hofer in der zweiten Spielhälfte. Und jetzt bringt er ihn doch noch für die letzte Minute in dieser Partie. Anstelle von Ümit Korkmaz kommt jetzt Erwin Hofer in die Partie. Korkmaz ist auf der anderen Seite rausgegangen. Deshalb darf Hofer jetzt auch rein. Und für die letzte Minute jetzt zwei echte Sturmspitzen bei Rapid, Hofer und Meyerhofer. Meyerhofer gegen Schmidt. Hofmann. Franz Lederer ganz nah dran am Sieg gegen Rapid. Geht jetzt maximal noch eine halbe Minute. Die offizielle Nachspielzeit in diesem Augenblick vorbei. Der Wechsel wird natürlich noch eingerechnet.
Hört's vorbei und das war's. Peter Backholz und Bittler verlieren in Mattersburg mit 0:1 durch das Tor von Carsten Janka. Und es war ein sensationelles Tor des Deutschen in Mattersburg-Dress. Mattersburg hatte etliche tolle Möglichkeiten. Helge Peyer hat sensationell reagiert, wie auch bei diesem Schuss von Schutti Wagner. Aber gegen das Ferserl von Carsten Janka in Minute 90 war er machtlos. Und so gewinnt Mattersburg das Spiel gegen Rapid mit 1:0. 3:2 im Sommer, auch mit einem Janka-Tor, damals zum 1:0. Und jetzt der zweite Heimsieg im zweiten Heimspiel für die Burgenländer gegen Rapid in dieser Saison. Die Schiedsrichter, die so sehr im Mittelpunkt standen in den vergangenen Wochen, hatten auch heute keinen leichten Stand, aber FIFA-Schiedsrichter Konrad Plautz, Österreichs Nummer 1, hat heute wirklich gut gepfiffen, eine Partie, die nicht einfach zu leiten war. Also nach der Niederlage in Altach, die ja jetzt auch wirklich zählt, verliert Rapid zum zweiten Mal im Jahr 2008 mit 0:1 hier in Mattersburg. Mitentscheidend natürlich auch der Ausschluss von Christian Thonhofer, der im Prinzip auch selbst verschuldet war. Durch eine Unsportlichkeit hat er sich die erste Gelbe eingehandelt, dann für einen Foul an Kübauer die zweite Gelbe gesehen. Und mit dem Wind im Rücken und gegen nur 10 Rapidler hat der SV Mattersburg noch das Tor gemacht und das war durchaus verdient, denn Mattersburg hatte vor allem in der zweiten Spielhälfte dann wirklich gute Möglichkeiten, vor allem auch durch Thomas Wagner, aber Carsten Janker hat das Tor gemacht und so darf sich Franz Lederer über 3 Punkte freuen. 1:0 und das gegen Rapid, Franz Lederer, ich nehme an, ein Spiel ganz nach Ihrem Geschmack. Ja, ich habe das vor dem Spiel gesagt, das wird sicher interessant und ich glaube, die Zuschauer haben heute her wirklich ein tolles Match gesehen. Meine Mannschaft hat einfach alles versucht hier zu gewinnen und ist dann auch belohnt worden. Ich glaube, aber auch gerecht. Es hat ja sehr lange nach einem 0:0 ausgesehen, Ihre Mannschaft optisch überlegen. Zahlreiche Chancen, haben Sie noch geglaubt, dass das was wird heute? Sicher, bis zum Schluss, weil wir haben ja dann die Bälle schon mehr oder weniger herausgeschossen. Helge Peyer hat sehr gut gehalten und dann haben wir ein Tor gemacht, das halt nur der Carsten Janka machen kann. Und ich glaube noch einmal, es war aber ein gerechter Sieg. Sie haben das spezielle Tor angesprochen. Haben Sie das noch genießen können oder wurscht, habt ihr euch drin? Also genießen, der Ball muss ins Netz und wir haben der Thomas Wagner zweimal den Ball ja herausgeköpft, da muss er schon das Tor vorher machen, aber letztendlich zählt nur der Sieg. Zuletzt haben Sie Ihrer Mannschaft auch so ein wenig mangelnde Cleverness vorgeworfen, hat heute das cleverere Team gewonnen? Na, das clevere, ich glaube einfach das Team, das über die 90 Minuten die Disziplin behalten hat, das auch wirklich versucht hat, immer wieder nach vorne zu spielen. Natürlich war Rapid gefährlich im Konter, aber meine Mannschaft hat heute eine wirklich sehr, sehr reife Leistung gebracht. Einen kleinen disziplinären Wermutstropfen gibt es. Didi Kübauer ist für das nächste Spiel gegen Ried gesperrt, hat heute Geld bekommen für Meckern. Ärgert Sie das noch? Ärgern, er will scheinbar nicht mehr auswärts wohin fahren. Nein, mein, er ist auf gefährdet gewesen. Irgendwann holt er, war es klar, dass er sie bekommt. Ich hätte ihn gerne in Ried dabei gehabt, aber okay, müssen wir halt wieder ohne Didi Kübauer nach auswärts fahren. Danke und damit zurück zu Thomas Dokeschitz. Also Franz Lederer hat wohl recht damit, wenn er sagt, der Sieg des SV Mattersburg war heute verdient. Das beweist auch die Premiere-Statistik. Schauen Sie mal auf die Torschüsse, schauen Sie mal auf die Torschüsse aufs Tor. 8 hat es gegeben, aber nur einer war drin. Und einige Male hat Helge Peyer heute wirklich sensationell gehalten. Der Rapid-Goalie heute mit Sicherheit in EM-Form. Mehr Ballkontakte bei den Mattersburgern natürlich aufgrund der Tatsache, dass Rapid dann nur mehr zu 10 war in der Schlussphase und die Mattersburger haben über die 90 Minuten auch mehr Zweikämpfe gewonnen. Aber einer hat dieses Spiel entschieden mit einem echten Traumtor, zumindest mit einem Tor Marke Tor des Monats. Carsten Janka bei Roland Streins.
Ja, das war schon ein ganz spezielles Tor von Carsten Janker gegen einen ganz speziellen Gegner, gegen seinen Ex-Club Rapid. Wie haben Sie das Tor erlebt? Ja, ich denke, wir hatten vorher sehr klare Möglichkeiten und das natürlich in der 90. Klar, das ist natürlich bitter für Rapid, aber ich denke, wir haben uns den Sieg verdient. Müssen, glaube ich, vorher schon das Tor machen. Mörzer kriegt den Ball nochmal wieder, passt rein und ich halte halt nur den Fuß hin. Eine sehr intensive Partie haben wir gesehen. Sie hatten 4 Torschüsse, 35 Zweikämpfe, die meisten am Platz. Also auch Sie sind voll mitgegangen. Ja, ich denke mal, das kennt man ja von mir. Aber ich denke, wir haben heute, glaube ich, ein gutes Fußballspiel gesehen. Chancen, ein paar waren von Rapid auf der anderen Seite. Wir haben nach vorne sehr gut gespielt. Der Ausschluss kam uns noch ein bisschen glücklich, weil wir sind dran geblieben und haben noch unsere Chancen herausgespielt und auf den Sieg gehofft. Und zum Glück haben wir gewonnen. Ja, gegen Rapid gewonnen, ein Tor erzielt, eigentlich ein guter Zeitpunkt für Vertragsverhandlungen. Ja, also, das werden wir dann sehen. Also ich bin jetzt bis Sommer noch Vertrag und dann schauen wir. Wollen Sie bleiben? Ja, ich fühle mich ja hier sehr wohl und Gespräche werden wahrscheinlich kommen, aber das lasse ich auf mich zugehen. Ich bin jetzt 33 und ich fühle mich eigentlich sehr gut und ein, zwei Jahre geht schon noch. Ja, siehe Ivo Vastic, da werden noch ein paar Jahre drinnen. Ja, ich vergleiche ihn nicht mit Ivo Vastic. Also ich muss ja auf meinen Körper schauen. Es wurde ja alles belächelt von Mattersburg, wo ich vor anderthalb Jahren gekommen bin. Und ich denke, ich habe es allen gezeigt, ich bin zurückgekommen. Ich habe natürlich meine Zeit gebraucht, das halbe Jahr. Aber ich denke, im Moment ist es ganz gut. Kann man sagen, dass für Sie sowas wie ein Traum zum Karriereende noch einmal wahr geworden ist? Das ist natürlich toll, wenn man nach, sagen wir mal, 4, 5 Jahren, schlechten Jahren, wo einiges nicht geklappt hat, wo ich vielleicht auch schlecht gespielt habe, wo einiges nicht gepasst hat, dann beschließt, nach Österreich zu ziehen, dann die Chance kriegt, in Mattersburg zu spielen und dann nochmal zurückkommt, ist natürlich gut für mich. Danke. Der entscheidende Moment in diesem Spiel. Zunächst hält Helge Payer sensationell, aber sie bekommen noch eine Chance, die Mattersburger. Und 5 Sekunden vor Ende der regulären Spielzeit, mit der Hacke, würde man in seiner Heimat sagen, trifft Carsten Janker, der Pfosten, Hans Kankler zugeschlagen. Ist er ein genialer Techniker auch? Nein, er ist kein genialer Techniker, aber er ist ein technisch guter Kombinationsspieler. Und man sieht, er ist für solche Feinheiten auch zu haben. Hans Kankler, war es ein gerechter, ein verdienter Sieg der Mattersburger? Naja, ein glücklicher Sieg, muss man sagen. Wenn man mit den 90 Minuten ein Tor schießt, ist es ein glücklicher Sieg, obwohl man sagen muss, dass natürlich nach dem Ausschluss, bis zum Ausschluss hin war Rapid eigentlich zweite Hälfte die bessere Mannschaft. Mit dem Ausschluss ist das Spiel noch einmal gekippt und die Mattersburger haben dann nach dem Ausschluss sehr viele Torchancen gehabt. Und man muss sagen, der Helge Payer hat Rapid im Spiel gehalten. Es war wirklich heute wieder einmal sensationell, was der Helge Payer gehalten hat. Und es war ja fast, für mich war es ein klassisches 0-0 aufgrund dessen, dass Helge Payer in Überform war. Und dass er das Tor kriegt mit der Fersche in den 90. Minuten, gut, das ist natürlich für die Mattersburger das Sahnehäubchen. Aber er hat fast alles gehalten. Das hat sogar er nicht mehr halten können. Also das war... In dem Fall ist es ein Glück, in der 90. Minute ganz einfach so ein Tor zu schießen. Wir wollen uns die wichtigsten Szenen dieser zweiten Hälfte noch einmal anschauen. Zunächst waren die Mattersburger gefährlicher, und zwar zweimal innerhalb kurzer Zeit durch Eckbälle von Michael Mörz. Einmal Carsten Janker mit dieser Riesenmöglichkeit und einmal Wagner. Und wie Sie schon zuvor gesagt haben, Helge Payer heute in einer bestechenden Form. Es war zweimal Wagner, ja. Und zweimal hat der Wagner vergeben. Einmal sieht man hier, hat er daneben geköpft, aus einer Position, da kann man nicht mehr daneben köpfen. Und das zweite Mal war der Helge auf der Linie sensationell. Heute der beste Rapidler, Helge Payer? Ja, absolut, absolut. Weil auch nach dem Ausschluss war es so, dass er ganz einfach, dass Mattersburg Chancen gehabt hat, und er hat Rapid im Spiel gehalten mit seinen Paraden, unglaublich. Die beste Chance eigentlich in der 59. Minute. Ausgehend wieder einmal auch vom Kapitän Steffen Hoffmann. Sein Pass auf Boskovic. Der wird zunächst noch vom Ball getrennt, aber dann Basi dann mit der Riesenmöglichkeit und Mravac rettet für seinen Torhüter. Der Pass vom Steffen Hoffmann sehr, sehr schön, sehr überlegt. Da muss auch der Boskovic mehr machen, aber der Ball bleibt ihm hinten. Und der Basin hat dann die Chance, wenn er vielleicht den Ball halb hoch nimmt, erwischt der Mattersburger Verteidiger vielleicht den Ball nicht mehr. So war es ganz einfach mit der Innenseite zu schwach. Der Schuss war zu schwach. Darum hat der Mattersburg auf der Linie noch klären können. Und dann kam in der 55. Minute Christian Thonhofer ins Spiel, hat nach nur wenigen Sekunden gelb gesehen, nach dieser Unsportlichkeit. Und zwar
Wie gesagt, da waren ein paar Sekunden im Spiel. Ja, das ist ein B. Das ist ein junger Spieler und da muss ich sagen, das ist wirklich sehr unglücklich. Er geht dort allein, der Schiedsrichter pfeift schon. Er hat natürlich gehört, dass der Schiedsrichter pfeift. Und dann spitzelt er im Ballen ganz einfach weiter. Und, ja, und es, da gibt es noch einmal Gelb und das macht Gelb-Rot. Zu Recht. Das war unglücklich, weil es war nicht wenige Zeit nachher. Er geht dort blöd hin. Dafür kann man Geld geben. Das erste war halt ungeschickt, weil der Schiedsrichter schon so lange vorher gepfiffen hat und er wollte ganz einfach den Ballen etwas weiterschieben, damit ein bisschen die Zeit vergeht und damit nicht gleich ein Konterangriff ist. Gut, ich muss einmal sagen, ja, der Ausschluss, das kann man geben, ist aber für den jungen Spieler unglücklich. Unterm Strich war es ein Rückschlag in dieser Partie für Rapid. Nur 15 Minuten war er in der Partie, hatte 9 Ballkontakte und jetzt steht er bei Roland Streins. Ja, es ist für den Spieler unglücklich und ich nehme auch an, der Spieler ist unglücklich. Christian Thonhofer, Sie haben jetzt die Szenen gesehen, wie bewerten Sie es? Ja, zu Unrecht, Gelb-Rot. Welche Gelbe war zu Unrecht? Eigentlich beide. Beim ersten Mal höre ich im Pfiff nicht. Man hat schon ärgere Situationen gegeben, wo dann Gelb gegeben worden ist. Beim zweiten Mal war beim Foul angeblich. Ja, das war die Szene, wo Sie weitergelaufen sind? Richtig. Ja, und beim Foul, da wische ich keinen Ball, habe ich mir angeschaut. Wir können uns gemeinsam ansehen. Mit ein bisschen Fingerspitzengefühl kann man mich auch weiterspielen lassen. Ja, wie geht es Ihnen jetzt mit dieser Gelb-Roten? Gibt es da sowas wie Schuldgefühle oder sagen Sie nein, das war einfach hart entschieden? Ja, sicher schwäche ich natürlich die Mannschaft damit, aber wenn man erste Halbzeit schaut, wie der Atan beim Korkmaz hinten hingeht, muss er auch schon mit Gelb-Rot gehen, ganz klar. Wieso war heute dennoch nicht mehr drinnen? Man hatte ja doch so einiges an Chancen, auch in der ersten Spielhälfte schon. Ja, vorne zu unkonzentriert bei der Chancenauswertung. Da hätte man das eine oder das andere Mal konzentrierter sein müssen. Ja, blöd gelaufen. Danke. Ja, blöd gelaufen, ganz kurz und knapp analysiert. Wirklich unglücklich auch aus der Sicht von Christian Thonhofer. Er hat recht gehabt, Cem Atam hätte vor der Pause auch vom Feld müssen. Hat er recht gehabt, ja. Wir schauen auf die Chancen, die sich dann gehäuft haben für die Mattersburger durch diesen Ausfall von Christian Thonhofer. Sind die Burgenländer wieder aufgekommen und hatten dann in der 81. Minute durch den Kapitän diese Riesenmöglichkeit nach Vorarbeit von Janka. Eine Chance für den Alten, hätte er können Tor schießen, aber das mit dem Schießen, da hapert es ein bisschen. Da habe ich schon Probleme gehabt im Team mit ihm. Da hat er ein bisschen Probleme, aber er war dort und war gefährlich. Aber nicht zu torgefährlich. Beinahe hätte er gegen seinen Ex-Verein bei seinem möglicherweise letzten Antreten gegen seinen Ex-Verein getroffen. Und Carsten Janka, vorher als Assistgeber, bei der nächsten Aktion auch wieder im Mittelpunkt. Bei dieser Flanke von Fuchs scheiterte er wieder an Helge Peier. Kann man nur wiederholen. Großartige Parade von Peier und absolut in dieser Form Nummer 1 von Österreich. Schöner Wolleschuss, aber Helge Peier wieder mit einer tollen Parade. Mittlerweile ist auch Peter Packold in unserer Mitte und beobachtet den heute besten Rapidler, haben wir gesagt. Sind Sie da auch der Meinung, Helge Peier? Ja, es geht nicht, wer da jetzt besser oder schlechtester war. Es war einfach so, dass wir heute dieses Spiel nicht verlieren müssen. Ich habe vorhin im Spiel schon gesagt, es wird sicher andere Mattersburg-Mannschaft am Platz stehen, als wie in den letzten Wochen. Und da müssen wir dagegen halten. Ich denke, das haben wir auch phasenweise ganz gut gemacht, haben immer wieder versucht, auch nach vorne zu spielen. Und unterm Strich ist es bitter, wenn du natürlich in der 90. Minute also dieses 0-1 hinnehmen musst. Man hatte den Eindruck, gerade in der besten Phase Rapids, als die Hütteldorfer aufgekommen sind, kam es dann zu der gelb-roten Karte für Christian Thonhofer. Ärger über dieses unglückliche Ausfallen von Christian Thonhofer, der nur 15 Minuten gespielt hat. Hat das den Ausschlag gegeben? Ja, das Ausschlag ist, dass der Atam Cem schon längst nicht mehr auf dem Platz steht, dürfen. Also wenn der Thonhofer für sowas, wo er im Ballspiel ausgeschlossen wird und der Atam Cem für das Foul da an einen Korkmaz auf der Eckfahne, wo er von hinten umsabelt, da hat er einfach nicht die Courage, muss ich ehrlich sagen. Also es geht jetzt nicht, man muss jetzt aufpassen, dass man nicht wieder jetzt auf Schiedsrichterentscheidungen hin, aber das war eine ganz klare gelbe Karte, nur hat er sich da jetzt nicht die zweite zücken traut, warum auch immer, und bei unseren, also wenn das keine gelbe Karte ist, dann brauchen wir gar nicht mehr reden und dann schaut die Sache schon wieder anders aus und der Christian Thonhofer spielt vor unserer Bank eigentlich mit dem Ball und da hat der Herr Plautz halt
dementsprechend gehandelt. Aber wie gesagt, mit der einen Entscheidung kann ich natürlich nicht leben. Nicht? Aber es hängt nicht nur von dieser. Aber gut, wenn du ist ein Unterschied, ob du vielleicht 80 Minuten mit einem Mann mehr spielst. Weil es war ja gleich, glaube ich, gleich nach seiner gelben Karte. Aber wir haben heute auch sicher unsere Möglichkeiten gehabt, hier ein Tor zu machen. Schlussendlich passen wir bei den Tor nicht auf, köpfen schon schlecht aus. Dann passen wir auf der rechten Seite nicht auf, verhindern die Flanke nicht. Und ist eigentlich, mit einem Punkt hätte man ganz gut leben können. Aber so müssen wir jetzt diese Niederlage mitnehmen und jetzt gut aufs Derby vorbereiten und dann wieder so auftreten, wie wir es zu Hause gewohnt sind. Dieses Tor natürlich, das sind wir Ihnen noch schuldig, das wollen wir auch noch einmal analysieren. In der quasi letzten Sekunde der regulären Spielzeit, zunächst Mörz mit der ersten Hereingabe, da hält Payer noch sensationell und dann kommt Michael Mörz zu einer zweiten Möglichkeit. Und diesmal muss er sich geschlagen geben. Es fängt beim ersten Doppelpass schon mit. Ich sage immer wieder, wenn man mit den Leuten nicht mitgewühlt, dann ist es ein Problem. Und wir gehen da, man sitzt jetzt wieder, wir gehen da einfach viel zu spät mit. Wir wollen die Situation nicht erkennen. Der Mäcki Katzer probiert alles. Natürlich trifft er unglücklich beim Rausspülen. Und ja, die Planke kommt perfekt und der Carsten Janka macht das natürlich hervorragend. Aber schlussendlich ärgert mich das Abwehrverhalten vorher schon. Hans Kankl, was muss ich Apiz vorwerfen? War es wirklich nur Pech? Na, vorwerfen müssen sie sich gar nichts, weil es war halt ein klassisches 0:0. Aber mit dem Ausschluss des Donhofer, der war wirklich unglücklich, war, über das haben wir schon geredet, sind die Mattersburger wieder ein mehr. Und sie haben in dieser Phase ganz einfach mit einem mehr viele Chancen gehabt. Und der Helge Payer war sensationell. Du sind in den 90. Minuten das Tor fällt, das ist ein Klick, das ist ein Lucky Punch. Das manchmal kriegst du das, manchmal machst du das selber. Aber es war eben auf klassisch 0:0 aufgebaut. Und dieses Tor in der letzten Minute, gut, das war sehr schön vom Janka. Aber es war ja schon so, dass bei der ersten Chance haben sie in der Mitte schon nicht aufgepasst und haben Probleme gehabt mit dem Boden und da hat er wiedergehalten. Und dann kommt der Ball weg und der Mäge schießt den Ball weg und der Ball kommt wieder zum Mörz. Der Mörz geht wieder, aber der Hofmann stört ihn wieder nicht, weil er auspumpt ist. Und in der Mitte ist wieder der Janka la. Also das war dann zu viel, wahrscheinlich war das dann zu viel. Ganz einfach die ganze Zeit mit einem Mann weniger zum Spielen. Ist halt Mattersburg dann zu mehr Chancen gekommen. Peter Bakul, Schlussfrage, war es ein herber Rückschlag im Titelkampf oder muss man nicht unbedingt mit Punkten rechnen in Mattersburg? Nein, wir haben schon also gerechnet damit, dass wir hier zumindest einen Punkt mitnehmen, aber das ist kein Rückschlag jetzt im Tensinn, sondern wir haben natürlich jetzt keinen Punkt hier mitnehmen können, aber wir haben am Dienstag natürlich die große Möglichkeit im Derby, im Heimspiel, uns wieder 3 Punkte zu holen und das wollen wir einfach, wir wollen dieses Spiel gewinnen und so wird auch die Mannschaft am